Wie fühlst du dich jetzt nach dem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg? Ja, mir geht's gut. Ich habe mich schon einigermaßen eingelebt, obwohl ich noch im Hotel lebe. Ich kriege jetzt in 2 Wochen meine Wohnung, aber ich denke, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und jetzt freue ich mich auch schon, dass es wieder losgeht. Welche Gründe haben dich letzten Endes bewogen, nach Salzburg zu gehen? Das Interesse gekommen ist von Red Bull Salzburg, dass ich eigentlich nicht lange überlegt habe. Ich hab gesehen, was die Mannschaft in der letzten Saison durchgezahlt hat, was um das Umfeld Bescheid, uns geht da nichts ab und das waren einfach die Gründe und ich wollte einfach ein Teil dieser Mannschaft sein. Wie geht es deinem Vater Herfried, der ja auch lange in Salzburg gespielt hat? Ja, ich denke, dass es ihm ganz gut geht. Er wird sich ja öfters jetzt blicken lassen wieder in Salzburg. Er ist zurzeit in Graz, in der Nähe von Graz ist er Trainer, in der 5. Liga ist das und ja, ist rund um die Uhr für mich da und ja, ihm geht's super. Ist das Training in Salzburg härter als in Hütteldorf, beziehungsweise wo siehst du die Unterschiede? Härter würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist einfach so, dass jeder Verein, jeder Trainer hat seine eigene Linie und für mich sind es wieder neue Dinge, was ich jetzt dazulerne, aber es macht auch riesig Spaß, da zu sein und ich kann mich nicht beschweren. Was machst du so in deiner Freizeit neben dem Kicken? Ja, in Wien habe ich eigentlich immer die Stadt genossen, bin regelmäßig ins Kino gegangen, habe Freunde getroffen, bin einmal, Inlineskaten gegangen, solche Sachen. Richtige Hobbys habe ich nicht, ich gehe dann einfach lieber ins Kino. Was sind deine persönlichen Ziele in dieser kommenden Saison? Natürlich von der Mannschaft her wollen wir wieder 2 Titel holen. Wir würden gerne in die Champions League einziehen und für mich persönlich, ich möchte so viele Spiele wie möglich machen, mich probieren weiterzuentwickeln und meine Stärken einfach einbringen, dass ich der Mannschaft helfen kann. Hast du einen Lieblingsfilm? Ich denke, dass einfach alle Teile von Hangover, die sprechen zu mir zu und ich schaue lieber Komödien, also passt das ganz gut. Mit wem aus der Mannschaft hängst du nach dem Training ab? Ja, jetzt in der Vorbereitung war nicht so viel Zeit, dass wir jetzt da, oder haben wir nicht so viel Kraft gehabt, dass wir nach dem Training irgendwas machen. Da waren wir dann froh, dass wir wieder ins Bett gekommen sind. Aber ja, davor war es wieder Robert Zuhl, da war ich mit dem Robert viel gemacht und jetzt bin ich auch mit dem Dino viel unterwegs. Aber ich glaube, in der Meisterschaft wird es dann noch mehr werden. Wer ist dein Fußballidol? Ich denke, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Idol habe. Es gibt natürlich immer wieder Spieler, wo man sich Dinge abschaut, aber ob das jetzt speziell irgendwer ist, ist das nicht. Aber ich denke, es werden viele gern wissen, ich habe lieber Ronaldo als Messi. Marcel, du warst bei Rapid ein wichtiger Spieler und spielst jetzt gleich im ersten Duell gegen deine Ex-Kollegen. Wie gehst du jetzt in dieses brisante Match? Bist du nervös oder freust du dich schon drauf? Natürlich, ein besonderes Spiel für mich, dass das gleich in der ersten Runde soweit ist, ist natürlich komischer Zufall, aber ich habe natürlich Vorfreude auf das Spiel und auch generell, dass die Saison beginnt. Aber ja, ich freue mich auf das Spiel gegen meine Ex-Kollegen, freue mich auch wieder, die zu sehen, aber trotzdem zählen für mich nur 3 Punkte am Wochenende. Ja, hallo liebe Fans, ich habe gehört, ihr habt die Fragen an mich stellen wollen. Ich hoffe, ich habe euch ausreichend Antworten geben können und vielleicht sehen wir sie irgendwann einmal und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.